Bin ja froh, dass ich übrigens noch Wasser hier stehen habe. Also werde ich nicht komplett verdursten. So. Muss mich um den Titel kümmern. Ich möchte ja gerne heute versuchen, in FF14 irgendwie die Reitfähigkeit zu erhalten. Weißt du noch nicht, wie das funktioniert? Es geht, okay, das sitzt da gut hier. Sitzt da sehr gut. So. Ist das unsere süße kleine Miezekatze? Quest. Was stand an? Müssen wir Daten am Eingang zum Totenacker sprechen? Totenacker. Tiefer Wald. Wo war denn der? Da hinten. Ah, okay. Gut. Dann schauen wir mal. Wir haben ja beim letzten Mal auch hier so eine. Perfekt für uns. So eine Mini-Katze da gekriegt. Etwas perfekt. Ich liebe es. Ich liebe Katzen. So. Jetzt will ich gucken, ob wir hier irgendwie dem Schokobo mieten. Ja. Ich hätte gern ein Schokobo gemietet. Ja, Schokobo mieten. Für 10 Minuten. Hallo Daddelmatt, schön, dass du reinschaust. Was stand an, alle Elfen anzünden und hoffe zu jagen, das ist auch nicht verwiesen. Nein. Einfach nur nein. Aber schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Hattest du einen schönen Tag? Ich liebe den Schokobo-Sound. Wenn jetzt irgendeiner was gegen den Schokobo-Sound sagt, den hau ich. Ich wünschte, ich wäre musikalisch. Ich wünschte echt, ich wäre musikalisch begabt, irgendwie. Ja, ich kann mit dem Schokobo aufspringen. Ich will endlich meinen Schokomoppel reiten dürfen. Das sieht voll cool aus, mit so einem fetten Schokobo zu reiten. Ich will mein Schokomoppel. Ich wünschte, du wärst musikalisch. Meine musikalischen Fähigkeiten darfst du von Freitag bis Sonntag bewundern, ja? Und Frutsches seine musikalischen Fähigkeiten auch. Er ist nämlich ungefähr so musikalisch wie ich. Da haben sich zwei gefunden. Ich schieße mich permanent in den Wohnwagen. Nein. Okay. Hier rein, oder wie? Ja. Hiermit steige ich ab. Euch brauche ich. Für das Bestiarium. Ja, Mensch, dann kümmern wir uns doch mal darum. Ich werde das mal angeschrien von der. Von dem Alert. Schönen Tag. Oh, Scheiße. Oh, das tut mir echt leid. Ja, Ex-Freundinnen und Ex-Freunde können scheiße sein. Wobei, dasselbe kenne ich von Ex-Freunden. Mein Ex-Freund ist auch ungefähr so eine Marke. Wobei, Gott sei Dank lässt er mich seit ich mein Freund habe halbwegs in Ruhe. Aber ja, ich kenne es. Das Problem mit dem. Mit den Exen. Nein! Hau ab, du! Aber du scheinst das Pech ja so gerade so anzuziehen. Daddel.
Tut mir echt leid. Ich hoffe, ich kann dir wenigstens noch den Abend, beziehungsweise ist es ja schon, die Nacht so ein bisschen versüßen. Und dich vielleicht ein bisschen ablenken. So, danke, dass du uns helfen willst. Sehr gerne. Wie du sicher weißt, sollst du die jüngeren Dalamus aus dem Totenacker Tamtara vertreiben. Die jungen Dalamus sind fantastische Wirrköpfe. Weltuntergang verherrlichen. Sobald wir wissen, traten sie zuerst gegen Ende der sechsten Ära des Lichts in Erscheinung. Als der Mond Dalamut auf Eorzea zuraste, sahen sie in ihm ihren Erlöser, der ihren weltlichen Leiden ein gnädiges Ende bereiten und die Welt säubern würde. Du kannst dir vorstellen, wie enttäuscht sie waren, als Dalamut in 1000 Stücke zerbarst, bevor er auf Eorzea einschlagen konnte. Eigentlich könnte man erwarten, dass sich die Angelegenheiten damit erledigt hätte. Aber ganz im Gegenteil, steigert das den Hass der Kultisten. Die jüngeren Dalamut sehen sie sich durch die Helden von Kartano um ihre Erlösung beraubt und sind dafür auf Rache. Das klingt ja schon wieder richtig toll. Ich weiß nicht, was sie im toten Akatantara treiben, weil das ist ganz gewiss nichts Gutes. Bitte vertreibt die Kultisten. Jo. Ach, Inhaltssuche ist es wieder. Totenacker Tamtara. Teilnehmen. So, das kann jetzt wieder Stunden dauern. Na gut, das kann Stunden dauern, kann aber auch direkt wieder losgehen. Tiefer Wald, Wieselgrund. Dann gucken wir mal, ob wir hier für das Bestiarium die Sachen zusammenkriegen. Vielleicht finden wir dafür ja noch was. Aber ich halte nicht so viel davon, da jetzt die ganze Zeit rumzustehen. Ich weiß natürlich nicht, was passiert, falls wir in ein anderes Gebiet müssten. Aber wir probieren es einfach. Frosamfote. Ich versuche klar zu kommen, aber ich mache das fertig. Ich würde das jetzt eigentlich gut. Hier, Klopf und Kitty. Das ist nice, sehr schön. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Dir auf jeden Fall viel Spaß in Fallout. Oder bei Fallout. So, ich weiß nicht, wo wir hier diese Vögel finden. Morgen werde ich auch nochmal streamen. Dafür kommt allerdings am Freitag da kein Stream. Da ja Gaia vorbeikommt und wir ihn quälen müssen. Wird Freitag leider das Stream ausfallen. Aber wie gesagt, dafür streame ich morgen. Da gibt es dann, sofern ich nicht auf was anderes Bock haben sollte. Das steht jetzt erstmal so. Ja, hier stehen. Aber ansonsten gibt es morgen den ganzen Tag Final Fantasy. Also erst Teil 3, dann Teil 14. Und ja. Ich schau dir genau auf die Finger. Alles gut. Nicht-Elfsohn. Mein Nicht-Elfsohn ist mit im Chat vertreten. Und schaut mir ebenfalls auf die Finger. Ob ich hier alles richtig mache. Ich weiß nicht, wo ich diese komischen Kappgeier da finde. Oder Bussards sind es ja. Ich weiß nicht, wo diese Bussarde sind. Da hinten meine ich nicht. Das sind Schaudermilben. Das soll ja eigentlich im Zwieselgrund sein. Zwieselgrund ist hier. Im Spiel habe ich keinen. Im Spiel habe ich keinen.
Im Spiel bin ich zurzeit noch relativ allein. Allein, allein. Allein, allein. Sind allein. Ah! Ich. Ja, wir sind bei Final Fantasy 14. Aber bei den vielen MMOs, die ich spiele, ist das auch leicht zu verwechseln. Da kommen selbst ich manchmal durcheinander, was ich manchmal spiele. So komisch, wie es klingt. Wo finde ich diese blöden Bussarde? Wie viel brauche ich davon überhaupt? Hier, Baumkronenbussard. Wo sind die? Seid denn ihr? Auch einen Bussard. Ihr seid keine Bussards. Wie gesagt, ich würde gerne Hauptstory weitermachen, aber ja, Hauptstory will gerade nicht. Hauptstory denkt sich so, nee, wir finden einfach keine Truppe. Deswegen machen wir nichts. Wie gesagt, ich versuche hier so ein bisschen das Bestiarium weiter vervollständigen. Ja, so viele Nebenquests gibt es ja halt auch nicht mehr. Haben halt alles schon relativ gut abgegrast. So, hier ist auch nichts. Warte, ich weiß, wo sie sein könnten. Das war eigentlich nicht mehr der Zwieselgrund, aber könnte sein, dass sie da hinten sind. Ja. Meine Baumkronenbussards. Ich habe sie gefunden. Aber eigentlich wollte ich nicht in den Feldbereich. Okay, ich komme auch da nicht runter. Hier gerade einfach nur weg. Liegt aber halt, wie gesagt, eher daran, dass ich keinen Bock auf diesen Feldbereich da gerade habe. Ich will nur meine Bussards. Hallo, mein kleiner Baumkronenbussard. Sehr schön. Damit hätten wir auch die Ostwald, Südwald, Ostwald. Okay. Alles Klärchen. Frag mich allerdings, was da jetzt so lange dauert. Also hier bei der Inhaltssuche.
würde das gerne erledigen. Nein, kein Fade-Bereich. Man lasse mich hier bitte weg. Oder keine Lust darauf. Zumindest jetzt gerade noch nicht. Da geht's aber Richtung Südwald. Wobei in Ostwald müssen wir sowieso wegen der Zielscheiben. Aber erstmal der Südwald. Im Südwald waren wir noch nicht. Ich finde es halt auch so cool, dass das Spiel halt ähnlich aufgebaut ist wie FF12. Zumindest finde ich das halt sehr ähnlich ist. Gut, Inhaltssuche bleibt bestehen. Und da sind auch direkt die, die ich suche. Antilopenkuh. Klingt ja wie eine Beleidigung. Ey, du Antilopenkuh. Sieht doch eher aus wie ein Hirsch. Okay. Aber es stirbt süß. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir bald mal eine Gruppe finden. Wie viel brauchen wir? Einen noch. Dennoch können wir Richtung Ostwald gehen. Schön. Ach so, was mir auch noch einfällt, das ja mal nutzen können. Kommt man von hier? Doch, man kommt in den Ostwald. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir nicht massakriert werden. So, warte, wir können auch einfach hier lang. Wenn wir da jetzt lang gehen. Und wir rennen einfach. Wir rennen einfach durch. Durch zum großen Kristall. Und dann Richtung Ostwald. Weil vielleicht können wir uns auch einfach hin teleportieren. Vielleicht geht das ja auch schon. Ich weiß nicht, ob wir das im Ostwald bereits freigeschaltet hatten. Liegt zwar erst 2 Tage dazwischen, aber bei dem Stream am Montag ist ja so viel passiert. Das konnte ich mir jetzt leider nicht alles merken. Bin froh, dass ich nach dem Stream-Marathon überhaupt noch Rücken, also überhaupt noch sitzen kann, keine Rückenschmerzen habe.
So. Einmal harmonisieren, bitte. So, Händler. Möchte einmal gucken, dass ich hier so ein bisschen was verkaufe. So, gibt es hier irgendeine Waffe? Ja. Okay, das war Gott sei Dank richtig. Wobei ich den erst später. Anziehen kann. Okay. Ich hab, oder ich neige eher, dass du nie auf diese Hinweise zu achten, ab welcher Stufe man gewisse Sachen verwenden kann. Das wird doch zu einem Problem. Wie viel? Achso, doch. 1252 Gil. Okay, ist doch die Währung, oder? Ja. Braukeller. Schick. Mal hier rein. So, und irgendwo links sollten die Zielscheiben sein. Meine Katze leise, um nicht sterben zu können. Du mach dir nichts draus. Meine Katze kann es auch nicht. Ich habe es bereits probiert. Meine Katze kann leider auch nicht sterben. Nur was heißt leider, aber. Meine Katze ist ebenfalls unsterblich. Was auf einer Seite natürlich wieder gut ist. Wollen mir nie Sorgen machen, dass meine Katze sterben könnte. Na gut, da vorne was dran. Ja. Ja, ist noch besser als. Endlich. Wir können teilnehmen. Rotenacker Tamtara. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Solche Innis kenne ich ja noch gar nicht. Ist eigentlich auch selten, dass ich sowas mal mitmache. Aber gut, hier bleibt mir halt nichts anderes übrig.
Ich warte ja schon darauf, dass ich das erste Mal in solchen Instanzen K.O. gehe. Bisher ist das noch nicht vorgekommen. Das ist der Grund, weswegen ich nur darauf warte. Also ich will mal gucken, ob ich hier irgendwie mal was finde, sowas wie Angriff. Greif von selbst an oder sowas. Ja, okay. Sowas funktioniert scheinbar nicht. Leider. Dann kann das auch wieder weg. Halt sowas wie automatisch anvisieren. Das wäre halt echt cool. Warum werden eigentlich alle gebufft, nur ich nicht? Das Gute am Jäger ist ja doch einfach, dass ich nie in diesen Flächenangriffen drinstehe. Okay. Da ist nichts, was ich von gebrauchen könnte. Gruftmilbe. Ich finde ja schön, dass Spinnenarten hier eher als Milben bezeichnet werden. Auch wie wirklich wie Milben aussehen. Das sind richtige Spinnen. Das erfreut mich ja so ein bisschen. Wir haben zwar 8 Beine, sehen nur nicht aus wie Spinnen. Weil Milben sind ja eigentlich keine Spinnen. Warum? Ich verstehe manchmal nicht, warum die Charaktere hier angreifen. Das wird später in den Instanzen richtig schön schwierig. Automatisches Anvisieren, das wäre so toll. Jetzt ist es viele Leute, die Angst vor Spinnen haben. Ja. Ich kenne auch echt verdammt viele, die Angst vor Spinnen haben. Ich weiß halt auch gar nicht, woher meine Angst genau kommt. Also es gibt verschiedene Ideen, woher ich sie haben könnte. Aber woher ich jetzt halt wirklich Angst vor habe, keine Ahnung. Nee, kann nicht aufpassen. Lass mich bitte durch.
Wie gesagt, es soll echt sein, gut, hier so weit wegzustehen. Level-Aufstieg. Ja, dir auch eine gute Nacht. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Na, nee. Selbst ein Weberknecht ist mir zu viel. Well. Die sind schon ekliger. Aber die haben wirklich nur sechs Beine. Die sehen spinnenähnlicher aus als die eigentlichen Spinnenviecher. Sind aber keine Spinnen, weil sie nur sechs Beine haben. Also das mit diesem Anvisieren ist echt anstrengend. Weißt du, du klickst dich erstmal eine halbe Stunde durch, bis du überhaupt mal den Gegner angreifen oder angreifen kannst, den du angreifen möchtest. Ja, ich weiß nicht, ob ihn ergeben wird. Also ich glaube, wir sind sogar alleine, weil Rutschers ist im Lurk. Der ist schon auf Schlafen. Ich glaube, sonst ist, glaube ich, keiner da. Heute. Alter, greif doch mal die Leute an. Und nicht blöd hier rumstehen. Das ist anstrengend, ey. Mit diesem blöden Durchgeklicke. Ja, nur in den meisten Spielen, wenn es das halt gibt, dann ist es halt auch so automatisch in der Leiste drin. Und hier ist es das leider nicht. Deswegen. Wie gesagt, ich habe jetzt. Weil eigentlich müsste es bei Kommandoleiste sein. Da gibt es das aber nicht. Leider. Dann gibt es nur das hier. Initiative ist es nicht. Das hatte ich eben ausprobiert. Das sind alles so die ganzen Tastenkürzel. Die Bücher. Kontakte, Spielersuchesystem, also wie gesagt, das gibt es nicht. Gruppenfotomodus, es gibt kein automatisches Anvisieren. So traurig wie es ist. Wie gesagt, für gewöhnlich ist es halt bei eigentlich allen MMOs, dass es halt wirklich unten direkt in der Startleiste ist. Bei Final Fantasy ist das nicht.
Pillen. Ja, alles gut. Wenn du müde bist, dann bist du müde. Kannst du jederzeit ins Bettchen verschwinden. Aber ich freue mich natürlich, wenn du noch ein bisschen durchhältst. So. Ich mag schlafen nicht. Ganz ehrlich, ich liebe schlafen. Weil das so die einzige Phase ist, wo mein Gehirn endlich mal die Klappe hält. Und auch so die einzige Zeit ist, in der ich einfach mal keine Selbstzweifel habe oder irgendwas gedanklich schief gehen kann. Das ist der einzige Grund, warum ich Schlaf liebe. Und halt allgemein Nächte. Weil nachts kann, finde ich, mir persönlich nichts passieren. Es kann kein böser Brief ins Haus flattern, es kann kein ekelhafter Anruf kommen. Es kann nichts passieren nachts. Ich fühle mich nachts so unglaublich sicher, dass ich am liebsten nachts wach wäre und tagsüber am liebsten die ganze Zeit schlafen würde. Wenn es ginge. Aber leider geht es nicht. Leider ist das nicht möglich. Was bist du? Ich kenne dich doch auch aus irgendeinem. Okay, nee, vor ich auch nicht. Ich kenne dich doch auch aus irgendeinem. Leute. Okay. Ja, es kann lustig werden. Ich liebe Bosse. Wobei, das ist ein angenehmer, glaube ich. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich halt immer ein bisschen mich bewege. Und nicht, dass sowas wie eben passiert. Weil dafür bin ich ja quasi mitverantwortlich, dass ich hier draufhaue. Für mich wäre, wie gesagt, auch die Rolle von einem Tank oder sowas überhaupt nichts. Ich bin immer eher so die Person, die draufhaut. Und am liebsten aus weiter Ferne, sodass einem nichts passieren kann. Oh, scheiße. Jetzt greif doch mal an. Lass da nicht blöd stehen. So. War sogar mal ein interessanter Kampf. Nicht schwierig, aber interessant. Ich gewöhne mich so langsam an dieses Spiel. Warte, gut, dann Bindegürtel erhalten. Hat schon wieder jemand die Truhe geöffnet, ohne dass ich hier. Nein, ich will den ganzen Mist auf. Warum wird mir immer der Mist aufgezwungen? Also, ich habe nie eine Wahl. Nie. Ständig wird mir der ganze Kram aufgezogen. So, was habe ich jetzt hier für Schrott bekommen? Das kann ich wenigstens verwenden.
Ach, das kann ich nicht verwenden.